Ja, Hallöchen, mein Lieben, und willkommen zu einem neuen, ja, wahrscheinlich eher wieder ein Let's Try to Play oder so. Wahrscheinlich wieder so ein One-Parter. Und zwar spielen wir heute Tennis. Tennis für das NES. Ja, einfach nur weil Tennis. Nee, einfach nur weil. Achso, er hat gerade irgendwie. Okay. Tatsächlicherweise, ich. Also, das Tennis hier auf dem NES ist, glaube ich, nicht annähernd so cool wie Mario Tennis. Dementsprechend ist halt einfach eine Tennis-Simulation mit Mario und Schiedsrichter. Gucken wir einfach mal. In den Level 1. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie die Steuerung funktioniert. Wie tue ich denn Bälle schlagen? Ist die Frage. Okay, das war schon mal ein Foul. Das war nicht gut. Das fängt schon mal gut an. Ja, okay, so bewege ich mich, okay. Okay, das war okay, gut. Ich kann mich sogar bewegen. Guck mal einer an. Und das war irgendwie nicht ganz so gut geschlagen. Ich merke schon. So. Gut, da können wir am Pong spielen. Da würde man Bälle so mal treffen. Och, Leute, ernsthaft? Bin ich ernsthaft so schlecht? Ja, bin ich aber. Das Double Four. Ja, danke. Gut. Ich glaube, ich bin gleich draußen. Das ist Level 1, ne? So nebenbei. Fort. Ja, komm. Super. Beim Double Fault kriegt der Gegner Punkte oder wie? Warum treffe ich diesen scheiß Ball nicht? Was soll das? Gut, okay. Das war wohl nix. Das mit X, das war wohl nix. Oh, ich hab mal Punkte bekommen. Das ist ein Fortschritt. Na, das war zu spät. Das war eindeutig zu spät. Nur die Grafik ist natürlich früher NR-Spiel-like. Out. Nee, das war nicht richtig. Früher NES-Spiel-like ist halt noch sehr, naja, eher so auf dem Level von Atari. Finde ich, was heißt Atari eigentlich nicht? Schon ein bisschen detaillierter als Atari. Ich finde diesen 3D-Effekt von Ball ziemlich interessant, muss ich zugeben. Oh Gott, das war zu schwach geschlagen, glaube ich. Also, ich habe bloß keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie kann ich denn? Ich kann nur einfach eine A drücken. Quasi im Grunde. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier starke oder nicht so starke Bälle schmeiße, schlage, wie auch immer. Das ist halt, ne? Kommt wahrscheinlich einfach auf die Höhe an, wie ich den Ball schlage, würde ich mal sagen. Okay, das war sowieso out. Ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Nicht. Ich habe das Spiel allerdings auch nie gespielt, muss man in einer Verteidigung sagen. Und ich bin auch jetzt nicht gerade Tennis-Experte. Ich habe auch Tennis nie gespielt, vielleicht oder so. Guck mal, wir schlagen uns die Bälle immer schön zu. Ist doch schön, oder? Ja, out. Out, du bist out. Voll out, Alter. Ja, das wird nur ein Part. Ich mache das mit Schien auch fertig. Und dann haben wir das im Vorhall. Kann man das erklären, der Ten von Tennis einer hat? Ja, das war gegen das Netz geschlagen, das sehe ich ein. Hat er es gewonnen? Und wie hat er noch nicht? Aus wie vielen Punkten besteht ein Match? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich. Ich habe das letztlich mal. Also der Ball muss wahrscheinlich die
die Fläche berühren, damit es ein In ist. Und dann kann er trotzdem ausgeschlagen werden. Hä? Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Das war irgendwie ein bisschen sehr komischer Winkel. Nein, das geht mal out. Fuck. Gut, ich glaube, das hat sich gegessen. Das hat sich, glaube ich, gegessen. Ich verliere eh. Und da das hier eh nur wieder so ein Sportspiel ohne irgendwelche Story oder ohne irgendwelche Kampagne, sage ich mal, es ist ein bisschen, wow, muss ja jetzt nicht unbedingt Story sein, aber halt irgendwie so eine Kampagne wäre halt schön, irgendwie so Level, die du da spielen kannst. Das ist ja, glaube ich, einfach nur Matches gegen den Computer und eventuell andere Spieler, wenn ich andere Spiele hätte. Aber das ist für mich eh nicht so interessant, Sport. Ich mache es einfach nur, damit ich es mal gespielt habe. Ehrlich gesagt. Einfach nur mal, damit ich es mal angezockt habe. Tennis. Das war's mega dumm. Gut. Davon reden wir jetzt nicht, dass ich es mal in die Luft geschlagen habe, wie so ein Kloppter. So. Oh, deine Mutti hat dich nicht lieb. Mario. Hat sie auch nicht. Geht doch. So. Out. Deine Mutter ist out. Wie hat er den Ball jetzt nicht getroffen? Er ist direkt auf ihn zugeflogen. Oh, das war sogar. Das war sogar mal was tatsächlicherweise. Warum hat das ein. Warum hat das ein Foul? Ich hab doch ganz normal geschlagen. Was willst du von mir? Spiel. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese. Ich meine, ich habe eh keine Ahnung von den Tennisregeln. Ja, okay. Gebe ich zu. Wie gesagt. Aber trotzdem erschließt sich für mich der Sinn nicht. Deuce. Was soll mit Deuce heißt? Gleichstand oder so. Irgendwas. Irgendwie. Eventuell. Der es Punkte macht, der gewinnt das die Runde oder wie auch immer man das nennt hier. Match ist ja das gesamte, glaube ich. Wow. Also, je nachdem, ich glaube, das in. Nice. UA. Was immer das A heißt. Nein, 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 nein. Oh. Gott, bin ich echt schlecht. Ich bin mega schlecht, mega Stappe vor Ort. Warum ist das ein Foul gewesen? Kann mir das bitte jemand erklären? Ich habe den da auf den scheiß blöden Drecksrasen oder was ist das geschlagen. Ich habe absolut keine Ahnung von. Boah, Alter. Ich habe absolut keine Ahnung von Tennis. Und die Regeln durchgelesen, weil ich das nie gespielt habe. Dementsprechend. Gut, 5 zu 0. Ja, ich glaube, der. Wie lange geht denn das jetzt noch? Wie lange soll sich das jetzt noch ziehen? Nein! Oh, Alter. Aber das war mein In. Das war mein Punkt. Okay, er hat einen Foul geschlagen. Mal ausnahmsweise. Das ist mal interessant. Nein, das war dumm. Ich finde übrigens diese Pixelköpfe da oben interessant, die alle in eine Richtung gucken. Erinnert mich an die Zuschauer in so manchen alten Gambatte-Anime. Also Gambatte halt, ne? Diese Sport-Anime und so. Das sind ja Gambatte. Gambatte oder Gambatte. Ich meine, Ahnung. Hier schon von wegen Do Your Best.
Japanisch und so. Ich hoffe, dass auf Japanisch hat man gehört, das war jetzt auch nicht zu leise. Sag mal, der Computer macht gerade echt nur Faxen gefühlt. Irgendwie, ja, so wie es aussieht. Ich meine, wie soll es recht sein? Dann kriege ich mal Punkte. Ich bin ein Locked Game. Bin a Game. Ach so, weil ich jetzt einen Punkt mal gemacht. Ich hab gewonnen. Ui, nice. Nice, nice. Es war out. Ach so, war ich in den weißen Streifen, da darf ich nicht hin. Glaube ich. Irgendwie so. Warum? Fort, weil das in dem hinteren Bereich rein ist, oder muss ich das verstehen irgendwie so? Oder warte mal, kann ich das irgendwie eigentlich? Soll ich das eigentlich mir abbrechen, weil ich würde schon gerne jetzt 11 Minuten Tennis spielen. Reicht eigentlich. Wisst ihr was? Ich mache einen Cut, weil ich glaube irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt noch geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss.